Über die Erklärung wird jetzt debattiert. Der erste Redner ist Magnus Brunner von der ÖVP Vorarlberg. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Landeshauptmann, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Zuerst einmal vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für deine klaren und zum Teil auch sehr pointierten Positionen, wie wir in manchen Reaktionen auch gehört haben. Danke auch für die Art und Weise, wie Vorarlberg den Vorsitz führt, konstruktiv, wie ich meine, und auch in einer sehr engen Partnerschaft mit allen Beteiligten, ganz eben nach dem Motto gemeinsam Perspektiven schaffen, auch wenn am Ende oder fast am Ende deiner Rede die Emotionen doch etwas geweckt worden sind, was ja nicht so schlecht ist. Übrigens, wenn es bei uns Obst geben würde, würde ich gerne ehrenamtlich diesen Obstkorbbeauftragten hier im Bundesrat übernehmen. Der Landeshauptmann hat es angesprochen, in Zeiten der Wahlauseinandersetzung ist es nicht sehr leicht, maßgebende Gesetze, maßgebende Reformen umzusetzen. Es wird aber wohl dem Vorsitz, dem Landeshauptmann, aber auch dem Bundesratspräsidenten dann in Zeiten nach der Wahl, in Zeiten der Regierungsbildung eine wichtige Rolle zukommen, und in dann hoffentlich nicht allzu turbulenten Zeiten werden die Länder dann sicher auch wieder eine Stimme der Vernunft sein und auch sein müssen wahrscheinlich. Der Landeshauptmann hat viele wichtige Themen angesprochen. Manche haben im Hintergrund gemeint, er hat mir auch nicht mehr viel übrig gelassen zu sagen. Aber er hat am Schluss vor allem auch den Zusammenhang zwischen Reformen, Staatsreform, Föderalismus und Subsidiarität angesprochen. Und dieses Thema möchte ich gerne aufnehmen, weil dieser Zusammenhang oft in der Diskussion wahrscheinlich zu kurz kommt und deswegen auch wahrscheinlich wert ist, beleuchtet zu werden, weil in der österreichischen Diskussion dem Föderalismus von vornherein oft unterstellt wird, ineffizient zu sein, und er wird von vielen für vieles verantwortlich gemacht, wie zum Beispiel Bürokratiekosten für Unternehmen und andere Dinge hier in die Verantwortung genommen. Eine soeben erschienene Studie von zwei sehr renommierten Ökonomen, Lars Feld, der in Deutschland zu den Wirtschaftsweisen gehört, der ja auch die Bundesregierung in Deutschland berät, und Christoph Schaltegger, das ist einer der prominentesten Schweizer Ökonomen, die räumen in einer Studie mit diesem Vorurteil auf, und in einer Publikation, die sie gerade veröffentlicht haben zum Thema Föderalismus und Wettbewerbsfähigkeit, gelangen sie zu dem Schluss, dass sich die Zahl der staatlichen Ebenen, der unterschiedlichen, also in dem Fall Bund, Länder und Gemeinden in unserem Fall, nicht negativ auf die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes auswirken, wenn, und der Landeshauptmann hat es angesprochen, wenn es einen Wettbewerb unter den unterschiedlichen Ebenen gibt, unter den Ländern gibt. Und bezogen auf die Schweiz, die bekanntlich viel stärker dezentralisiert ist als wir in Österreich, gelangen sie zum Schluss, und ich darf zitieren, dass der Schweizer Wettbewerbsföderalismus der Bewältigung großer wirtschaftspolitischer Herausforderungen wie solide Staatsfinanzen, Wirtschaftswachstum oder Regulierung zuträglich ist. Gefahr sehen die Autoren natürlich auch unterschiedlich, aber vor allem bei Verflechtungen von unterschiedlichen Aufgaben, bei unklaren Aufgabenzuordnungen auch und bei einem gewissen Zentralisierungstrend, der auch in anderen europäischen Ländern natürlich zu sehen ist. Wenn wir das umlegen auf Österreich, wenn wir diese Erkenntnisse auf Österreich umlegen, dann wäre die Botschaft eigentlich relativ klar. Das wäre zum ersten einmal die Entflechtung der Kompetenzverteilung, zum zweiten die Verlagerung von wichtigen Staatsaufgaben auf die Länder und zum dritten die Ermöglichung eines stärkeren Wettbewerbs auch unter den Bundesländern, insbesondere auch, Herr Landeshauptmann hat das am Schluss auch angesprochen, über das Thema Steuerautonomie. Im Nationalratswahlkampf wird praktisch von allen Parteien die Notwendigkeit einer Föderalismusreform, in welcher Art und Weise auch immer, bestätigt. Von einer der Regierungsparteien wird das Prinzip eine Aufgabe, eine Zuständigkeit ausgerufen. Schaue ich in diese Richtung. Das klingt auf den ersten Blick ja nicht schlecht, muss man sagen. Allerdings auf den zweiten Blick, und wenn man ein bisschen das ins Detail anschaut, muss man sich die konkrete Umsetzung und die Umsetzungsvorschläge auch anschauen. Und hier laufen die meisten Vorschläge leider doch in Richtung mehr Zentralismus, eine größere Zentralisierung hinaus. Und wenn man dann auch noch eine Volksbefragung fordert im ersten Schritt mit womöglich einer suggestiven Fragestellung auch noch, dann kann man sich vorstellen, dass die Länder wahrscheinlich noch stärker
unter Druck geraten werden, als sie bisher schon sind. Und am Ende soll dann eine Volksabstimmung stehen, die eine womöglich massive Schwächung auch des bundesstaatlichen Prinzips absegnen soll. Keine so gute Option aus meiner Sicht, wie ich meine. Wir betonen demgegenüber das Subsidiaritätsprinzip. Das entspricht auch aus meiner Sicht dem Wesen eines föderalen Systems. Also die übergeordnete Ebene soll nur dann Aufgaben an sich ziehen, wenn eine untergeordnete Ebene dazu nicht in der Lage ist oder die Aufgaben nicht hinreichend erfüllen kann. Und natürlich wird es da und dort auch Bedarf geben, gewisse Standards auf Bundesebene zu erhalten. Das ist keine Frage, dem Bund also eine stärkere Rolle auch in manchen Bereichen zuzugeben. Es gibt ja auch positive Beispiele dafür, erneuerbare Energie, nämlich als Beispiel, das eher dem Bund in den letzten Jahren auch zugeordnet worden ist und trotzdem eine eigentlich sehr gute Entwicklung genommen hat. Und der Appell vom Landeshauptmann war ja auch nicht an den Bundesrat gerichtet, sondern nehme ich einmal an, eher an den Nationalrat. Aber er hat es halt hier auch zum Ausdruck gebracht. Insgesamt müssen wir darauf schauen, dass die Aufgaben eben bürgernäher werden, dass sie auf unteren Ebenen verlagert werden und dadurch auch Synergien erzielt werden können. Wir haben als Vorarlberger Bundesräte in den letzten Jahren immer wieder die Forderung eingebracht, gewisse Doppelgleisigkeiten zwischen Bund und Ländern abzuschaffen. Vor allem im Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung gibt es diese zuhauf. Es ist nicht einzusehen, beispielsweise in der Sozialverwaltung, dass Parallelverwaltungen betrieben werden, Aufgaben des Sozialministeriums Service auf der einen Seite und Sozialverwaltungen in den Ländern. Das kann man integrieren, in welcher Form auch immer, am liebsten im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung, nehme ich an. Es gibt auch im Wildbach- und Lawinenverbauungsbereich die Möglichkeit, beispielsweise, dass hier die Aufgaben in die Wasserbauverwaltung der Länder übertragen wird. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Institut für Föderalismus hat in einer Untersuchung auch dargelegt, dass andere Bereiche, Arbeitsinspektorat beispielsweise, Denkmalschutzwesen, hier Doppelgleisigkeiten bestehen. Und wir werden auch als Vorarlberger Bundesräte nicht aufhören, auch bei einer neuen Bundesregierung diese Forderungen weiterzubringen, weil wir glauben, dass hier wirklich sinnvolle Reformen und sinnvolle Synergien auch möglich wären. Die Bundesländer sollten, und das wäre auch ein konkreter Vorschlag an die Länder, an die Landesregierungen, die Zeit bis zur Regierungsbildung nach der Nationalratswahl aus meiner Sicht nützen, vielleicht zu diesem Thema eben Doppelgleisigkeiten auch Untersuchungen anzustellen, wie der konkrete Nutzen ist, was für Einsparungspotenziale so eine Dezentralisierung der Verwaltung mit sich bringt. Es geht darum, Zahlenmaterial zu eruieren, es geht um Dienstposten, es geht um Aufgabenverteilungen der Länder. Die Länder müssen auch einmal darlegen können, dass sie die Aufgaben im Ergebnis vielleicht kostengünstiger machen, als der Bund das machen kann. Und vielleicht wäre die nächsten Monate auch die Möglichkeit, eine solche Untersuchung, eine solche Initiative zu setzen. Die Länder, davon bin ich überzeugt, sind bereit, Mitverantwortung zu übernehmen. Man muss sie nur lassen, und unzählige Beispiele aus den Bundesländern belegen auch diese Reformbereitschaft der Länder, die, ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch höflich auszudrücken, die der Reformbereitschaft des Bundes um nichts nachstehen. Wenn ich mir bei der letzten Verwaltungsreform den Start in Erinnerung rufe, als der Bund nicht einmal in der Lage war, eine Fuhrparkverwaltung für die Bundesregierung zu vereinheitlichen. Naja, also da soll man sich vielleicht auch einmal selber zuerst an der Nase nehmen. Ich darf vielleicht auch ein paar Beispiele nennen, natürlich, weil wir heute den Vorarlberger Vorsitz sozusagen zelebrieren, natürlich Beispiele aus Vorarlberg von diesem Reformwillen, den die Länder gezeigt haben. Beispielsweise das Vorarlberger Modell der organisatorischen Verfahrenskonzentration, also wo Bezirkshauptmannschaften diese Verfahren, übrigens ist das alles ohne Mithilfe des Bundesgesetzgebers passiert, diese Verfahren abwickeln. Die Verfahren wurden beschleunigt, und der Vorarlberg hat hier auch den Amtsmanager, ich glaube sogar des Jahrzehnts, von der Wirtschaftskammer verliehen bekommen. Also es gibt genügend Beispiele, auch in anderen Bundesländern natürlich, die hier diese Reformbereitschaft der Länder auch entsprechend darstellen. Und deswegen von hier auch die Botschaft an alle, die glauben, mit einem zentralisierten Staat würden wir
in Österreich besser fahren und die Landeshauptleute, wie es manche ausdrücken würden, als Fürsten der Finsternis ihre Pfründe sozusagen bewahren. Das sagt nicht der Herr Landwirtschaftsminister, das sagt der Chef einer Oppositionspartei. Die föderalen Strukturen, und das ist die Botschaft eigentlich, Frau Kollegin Mühlwert, die föderalen Strukturen ermöglichen nicht nur eine Nähe der Behörden zu den Bürgern, sondern eben auch auf der anderen Seite eine viel bessere Beteiligung der Bürger an der Gesetzgebung, an der Verwaltung und auch eine echte Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger am Gemeinwesen insgesamt. Das ist eigentlich die Botschaft. Und der Zentralismus leidet ja gerade daran, dass er die unterschiedlichen Verhältnisse, die unterschiedlichen Vorstellungen, die in unterschiedlichen Regionen und Ländern vorherrschen, eben nicht berücksichtigen kann. Und der Versuch, auch sich über diese Unterschiede hinwegzusetzen, der bedeutet ein Mehr an Aufwand, ein weniger an Treffsicherheit und auch eine Einschränkung eigentlich jedes Einzelnen von uns. Weil auch ein gewisses eigenverantwortliches Handeln in der Regel wesentlich effizienter ist, als wenn man alles vorgeschrieben bekommt und nur ausführende Tätigkeiten übernimmt. Zahlreiche Studien beleuchten das auch, dass dezentrale Staaten, dezentrale Einheiten wesentlich effizienter sind, Staatsquoten sind niedriger, trotz höheren Standards in manchen Politikbereichen. Also der Sinn des Föderalismus ist es ja gerade, unterschiedliche Lösungen in den Regionen auch überhaupt möglich zu machen. Das ist eigentlich der Punkt. Der Altbundespräsident von Deutschland, Roman Herzog, hat es einmal auf den Punkt gebracht: Ein Föderalismus, der keine Unterschiede zulässt, ist schon gedanklich ein Unding. Wir brauchen Mut zum Unterschied, damit Freiheit entsteht. Und der Altbundespräsident hat aus meiner Sicht vollkommen recht. Diese Heilserwartung an zentrale Lenkung ist ein Irrweg. Und ich komme schon zum Schluss. Danke für den Hinweis, Herr Präsident. Wir brauchen nicht die Gleichmacherei. Wir brauchen gleiche Chancen, nicht Nivellierung nach unten. Und wir brauchen mehr individuelle Entwicklung, auch für die Regionen. Und lieber Herr Landeshauptmann, ich wünsche dir für den zweiten Teil des Vorarlberger Vorsitzes, gemeinsam natürlich auch mit unserem Präsidenten Edgar Mayer, dass es euch gelingt, ganz nach dem Motto eben gemeinsam Perspektiven zu schaffen und gerade in Zeiten nach der Nationalratswahl eine vernünftige, eine starke und auch eine ausgleichende Stimme in Österreich zu sein. Danke. Die föderalen Strukturen würden eine Nähe der Behörden und eine bessere Beteiligung der Bürger am Gemeinwesen ermöglichen, so Magnus Brunner von der ÖVP Vorarlberg.